Es ist 18:30 Uhr und wir sind online sozusagen. Im Namen der Heinrich-Böll-Stiftung Hessen darf ich Sie herzlich begrüßen zu unserer Veranstaltung Corona und Umweltzerstörung. Das ist die erste Veranstaltung in unserer neuen Reihe Böll Zoom. Böll Zoom ist ein Format, in dem wir in lockerer Folge grundsätzliche Fragen beleuchten wollen, die sich im Kontext von Corona neu stellen und zuspitzen. Hier in unserer ersten Veranstaltung dazu geht es um Entstehungsbedingungen von Corona und Pandemien und deren Zusammenhang mit Umweltzerstörungen. Dafür als Referenten und Gesprächsteilnehmer konnten wir gewinnen Frau Mehring, Herrn Spannenberg. Moderiert wird das Ganze von Bettina Hoffmann. Bettina Hoffmann ist promovierte Biologin und war von 1999 bis 2017 Geschäftsführerin einer Agentur für Planung und Kommunikation im Bereich Umwelt, Tourismus und Regionalentwicklung. Seit 2017 ist sie Mitglied des Bundestages in der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und dort Sprecherin für Umweltpolitik und Umweltgesundheit. Und in dieser Funktion und mit diesem Fachwissen sind wir auch sehr froh, Bettina, dass du jetzt hier die Moderation gleich übernehmen wirst und auch leiten wirst. Vorab nur noch zwei Kleinigkeiten. Einmal ein technischer Hinweis über die Möglichkeiten der Teilnahme an dieser Veranstaltung. Alle jetzt zugeschalteten Zuschauerinnen und Zuschauer können ihre Fragen und Kommentare unter dem Button F&A, also Frage und Antwort, posten. Ich sehe diese dann, ich werde diese alle vermerken und dann später, nachdem die Experten kleine Input-Referate gegeben haben und etwas diskutiert haben, werden wir dann im Laufe der Veranstaltung diese Fragen und Antworten mit einbeziehen und dann natürlich auch diskutieren lassen. Die Zuschauerinnen und Zuschauer, Teilnehmer können auch persönlich ihre Fragen stellen, dann allerdings aus dem Off nur, per Audio. Man wird sie nicht sehen können auf jeden Fall. Das können Sie aber dann auch unter dem Button F&A einfach vermerken und schreiben, ich möchte eine mündliche Frage stellen. Bitte schreiben Sie dann auch Ihren Vor- und Nachnamen auf, damit wir also Sie dann auch entsprechend ansprechen können. Und ja, dann werden Sie auch persönlich Ihre Frage hier oder Ihren Kommentar dazugeben wollen können. Und noch ganz am Abschluss möchte ich danken Margret Kranich, die lange Jahre die Geschäftsführerin der Hessischen Heinrich-Böll-Stiftung war und jetzt aus ihrem Unruhestand uns immer auch weiterhin noch unterstützt und diese neue Reihe Böll Zoom maßgeblich konzipiert hat und auf die Beine gestellt hat. Danke auch dafür nochmal. So, und jetzt Bettina, bitteschön, übernimm. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, dass ich heute dabei sein kann. Und danke auch an die Böll-Stiftung, danke an Margret Kranich dafür, dass wir uns heute mit diesem spannenden Thema hier beschäftigen können. Also Corona und Umweltzerstörung ist unser Thema. Ja, die Corona-Pandemie, die beschäftigt uns ja sehr im Privaten und in allen anderen Bereichen natürlich auch. Aber ja, nachdem natürlich erstmal die vordringlichen Dinge zu lösen sind, Gesundheitsschutz oder Behandlung zum Beispiel oder auch Rettung von Unternehmen und so weiter, muss man sich natürlich auch die Frage stellen, wo liegen die Ursachen, wie ist das dazu gekommen und wie können wir uns vielleicht vor weiteren Pandemien schützen, die vielleicht sogar schon direkt vor unserer Haustür stehen und daher finde ich das wirklich sehr wichtig, dass wir heute die Expertin Marion Mehring und Herrn Spangenberg hier haben, die uns das Thema ein bisschen beleuchten und sich mit den Fragen beschäftigen, wie jetzt sich derzeit der Zusammenhang von Pandemien und der Vernichtung von Ökosystemen diskutieren, wie wird das diskutiert, welche Rolle spielt dabei auch menschliches Handeln, Wissen, Praktiken, Institutionen, Technologien, wie hängt das alles zusammen? Und vor allen Dingen, welche Schlussfolgerungen lassen sich daraus ziehen, um zukünftig nicht wieder in solche Krisen zu kommen? Und wir haben uns überlegt, dass wir das so machen, dass wir jeweils einen Input von etwa 10 Minuten von den Expertinnen bekommen, dass wir dann nochmal einen kurzen Austausch zu dritt gehen, bevor wir die Runde eröffnen.
und Ihre Fragen dann ab 19.10 Uhr sozusagen hier diskutieren, entweder schriftlich oder dass Sie eben auch persönlich teilnehmen können. Und damit wir nicht zu viel Zeit mit der Vorrede verbringen, würde ich gleich gerne Dr. Joachim Spangenberg ankündigen. Er ist Biologe, Ökologe und promovierter Volkswirt. Seit 2004 ist er beim Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in der Koordination internationaler Forschungsprojekte tätig. Er verfügt über langjährige Erfahrungen in transdisziplinärer Nachhaltigkeitsforschung beim Institut für Europäische Umweltpolitik, beim Wuppertaler Institut und beim Sustainable Europe Research Institute, dessen Vizepräsident er ist. Herr Spangenberg, ich darf Sie bitten um Ihren Input. Ja, vielen Dank an Sie, Frau Hoffmann, an die Kolleginnen und Kollegen, die hier mitdiskutieren und natürlich an die ganzen Zuhörer und Zuhörerinnen. Meine Aufgabe ist, das zu den biologischen Hintergründen zu erklären und das in gedrängter Form. Erstens, was für eine Krankheit haben wir da? Wir haben Covid-19 ist eine Pandemie, die aus der Verbreitung eines RNA-Virus, Coronavirus, aus China weltweit hervorgegangen ist. Viren, die von Tieren auf Menschen übergehen, nennt man Zoonosen. Solche Zoonosen sind häufig. Die höchste Anzahl an gemeinsamen Viren haben Menschen und ihre Nutztiere. Das heißt, die meisten Übertragungen haben da in der Vergangenheit stattgefunden, sodass wir da bereits Resistenz erlangt haben. Die meisten hochinfektiösen und gefährlichen Erkrankungen kommen aus Wildtieren, weil da entsprechende Resistenzmechanismen noch nicht ausgebildet sind. Der Virus ist höchstwahrscheinlich aus Hufeisennasen-Fledermäusen entkommen und von diesen vermutlich über eine Reihe von Zwischenwirten auf den Menschen übertragen worden. Welche Zwischenwirte das sind, wissen wir noch nicht genau. Wir wissen ebenfalls nicht genau, wie lange er bereits im Menschen vorhanden ist. Wir können nur sagen, dass er schon vor geraumer Zeit von den Hufeisennasen-Fledermäusen seinen Weg sich auf den Weg gemacht hat, um dann im Menschen anzukommen. Auf diesem Wege sind zahlreiche Mutationen passiert, die die Gefährlichkeit des Virus deutlich erhöht haben. Der Ursprungsvirus wäre relativ harmlos für Menschen gewesen. Das spricht dafür, dass er sich in Wirbeltieren oder Säugetieren vermehrt hat, weil diese ähnliche Andockstellen für Viren haben, wie Menschen auch, und an diese hat er sich evolutiv angepasst. Dass es ein Evolutionsprozess war, ist nahezu sicher. Was man ausschließen kann, ist, dass es sich um einen künstlich hergestellten Virus handelt. Das ist Fake News. Was man nicht hundertprozentig, aber vielleicht zu 99% ausschließen kann, ist, dass es sich um eine entkommene Mutation aus einem Genlabor handelt. Dazu muss man wissen, dass Genlabore in allen Kontinenten regelmäßig Ausbrüche erleben. Bloß die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Virus aus diesem Labor kommt, ist nahezu null, weil dieser Virus in diesem Labor in dieser Form so eben nicht vorkam. Tiere, die als Zwischenwirte möglich sind, sind Schleichkatzen, Füchse, Schuppentiere, Bambusratten und andere Nagetiere. Das heißt, diese Tiere sind alle in der Vergangenheit schon auffällig geworden als Zwischenwirte für Coronaviren und könnten auch in diesem Falle wieder mit beteiligt gewesen sein. Eine genaue Kenntnis der Kette ist, wie gesagt, bisher nicht vorhanden. Was man sagen kann, ist, dass die Pandemie auf dem Lebendtiermarkt in Wuhan ausgebrochen ist. Das heißt, das war der Ort, von dem aus sich der Virus weltweit verbreitet hat. Das bedeutet nicht, dass dieser Virus da erst auf den Menschen übergegangen ist, sondern das kann der Ort gewesen sein, wo so viele Menschen zusammenkamen, dass der Virus
dann die Möglichkeit hatte, sich sehr weit und sehr schnell zu verbreiten. Genauso möglich ist es, dass er schon vor längerer Zeit auf Menschen übergegangen ist, die zum Beispiel Wildtierjäger waren, die danach in Zuchtstationen gearbeitet haben. In China werden Schleichkatzen und andere Tiere, andere Wildtiere in Zuchtstationen in großen Anzahlen gezüchtet. Das ist insofern positiv, als dadurch der Druck auf Ökosysteme durch Wildfänge reduziert wird. Auf der anderen Seite sind alle Massentierhaltungen der ideale Nährboden für die Verbreitung von Viren. Wir wissen das auch von unseren Massengeflügel- und Schweinehaltungen, dass wenn der Schweinevirus oder der Vogelvirus sich verbreitet, dass das die Orte sind, wo dann die explosionsartigen Vermehrungen auftreten. Das heißt, sowas Ähnliches kann in China auch passiert sein. Der genaue Ort, wo dann der Übergang auf den Menschen stattfand, ist, wie gesagt, bisher unbekannt. Ursprungsarten hatte ich erwähnt, die Zwischenträger können zahlreiche sein. Warum gerade die Fledermäuse? Fledermäuse als Quelle sind deswegen immer wieder in der Diskussion, weil Fledermäuse einen sehr hohen Bestand an Viren haben. Fledermäuse sind Tiere, die als Reservoir für Viren gelten. Einerseits, weil es sehr viele Fledermausarten gibt und die Anzahl der vorhandenen Viren mit dem Artenreichtum innerhalb einer Gattung zunimmt. Zum anderen, weil Fledermäuse Generalisten sind, die sich sehr eng auch mit menschlichen Siedlungen in Kontakt bringen und dadurch eben auch ideale Überträger sind. Das heißt, das war der Mechanismus, der zu diesem Covid-19-Ausbruch geführt hat. Also höchstwahrscheinlich angefangen von der Wildtierjagd über die Wildtierzucht, über den legalen und illegalen Wildtierhandel bis zur Vermarktung auf den Lebendtiermärkten und dann dem Übergang auf den Menschen. Das zeigt eine Wirkungskette, wo politisches Handeln entsprechend geboten ist, nämlich bei der strikten Kontrolle der illegalen und der Einschränkung der legalen Wildtierhandelsketten und der entsprechenden Kontrolle der Zuchtinstitutionen sowie der Kontrolle der Lebendtiermärkte. Das ist aber nur eine von mehreren möglichen Wegen, wie Zoonosen stattfinden. Der allgemeinere Trend ist der, dass wir als Menschen mehr und mehr stabile Ökosysteme oder gesunde Ökosysteme unterminieren. Zum Teil dadurch, dass wir ihre Flächen verringern. Das kann passieren durch landwirtschaftliche Nutzung, das kann passieren durch Siedlung und das passiert insbesondere auch durch Erschließungsstraßen, wodurch Ökosysteme fragmentiert werden. Wenn das passiert, ergibt sich der Effekt, dass die Populationen, die dort sind, auf geringerem Raum zusammengedrängt werden und dass die Ökosysteme an ihrer Diversität verlieren. Das heißt dann, dass die spezialisierten Arten, die auf bestimmte Ökosystemeigenschaften angewiesen sind, das Problem haben, dass ihre Lebensräume für sie mehr und mehr unzureichend werden. Das heißt, sie nehmen entweder ab, sterben zum Teil sogar ganz aus und werden ersetzt durch die sogenannten Generalisten, das heißt sehr anpassungsfähige Organismen, die dann in der relativen Häufigkeit im Vergleich zu den Spezialisten zunehmen. Und diese höhere Abundanz, also die relative Häufigkeit dieser Organismen, führt eben dazu, dass diese Organismen, die gleichzeitig auch einen hohen Virenbestand haben, der ebenfalls sehr anpassungsfähig ist, weil er sich eben in den ganzen Lebensräumen bewegen muss, dann verstärkt mit den Menschen konfrontiert ist, die auf diesen Straßen, in diesen Siedlungen und auf diesen landwirtschaftlichen Nutzflächen in direktem Kontakt mit diesen bisher mit den Menschen nicht in Kontakt kommenden Lebensräumen gelebt haben. Jetzt bin ich etwas verblüfft, weil mein Rechner zeigt mir nicht mehr,
Hallo, sind Sie noch da? Hören Sie mich noch? Also ich kann Sie noch hören, ich sehe Sie auch. Es kann sein, dass ja jetzt vielleicht Ihre Folien verschwunden sind, aber ich kann Sie zumindest hören. Wir sind aber schon so ein bisschen am Ende der Zeit. Vielleicht kann man es an der Stelle jetzt auch erstmal stehen lassen. Also Sie haben ja wichtige Punkte genannt, also die Ursprungsarten, die möglichen, also der Patient 0 zum Beispiel ist ja nicht zu identifizieren im Moment, aber die Wahrscheinlichkeit, dass die Übertragung durch Zoonosen stattfindet, ist ja relativ, als Zoonos stattfindet, ist ja relativ gesichert. Dafür gibt es ja auch noch viele weitere Beispiele, wo das schon stattgefunden hat, auch in jüngerer Zeit, also SARS, Virus, MERS, Ebola, FSME, HIV, ja. Vogelgrippe, Schweinepest und so weiter. Es geht ja alles in die gleiche Richtung. Und der letzte Punkt, den Sie ja genannt hatten, war ja nochmal diese Lebensraumfrage, die Lebensraumgröße, die Fragmentierung, also Zerstückelung und dieses Zusammentreffen auf engerem Raum von Generalisten, die dann auch über diesen Kontakt stärker die Verbreitung von Viren verschiedenster Art fördern können. Darf ich noch zwei Punkte kurz einwerfen? Ich denke, der eine ist, dass es immer wieder Leute gibt, die sagen, die Chinesen oder das kommt alles aus dem Süden, das ist die dritte Welt, die uns so gefährlich wird. Die Tatsache, dass sehr viele von den Viren daherkommen, liegt einfach daran, dass die höchste biologische Vielfalt von allen Organismen in tropischen Zonen ist. Und das ist dann nicht weiter überraschend, dass das für Viren auch gilt. Unsere hiesigen Fledermäuse sind keine Virenübertrager. Es gibt also keinen Grund, sie in Deutschland irgendwie ausrotten zu wollen. Im Gegenteil, sie sind ganz wichtige Organismen, die auch bei der Bestäubung von Blütenpflanzen eine wichtige Rolle spielen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, politisch denke ich, würde es wichtig sein, dass man aus diesen Erfahrungen Lehren zieht, wenn man im nächsten Jahr bei der nächsten CBD-Konferenz über die weiteren Ausblick für Biodiversitätsschutz redet und dass dann alle Länder auch mit rechtlichen und finanziellen Mitteln dafür sorgen, dass diese gegenwärtige Tendenz zum Ende kommt. Das war's. Danke. Vielen Dank dafür. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu dem zweiten Input von Dr. Mario Mehring. Und zwar ist Frau Mehring wissenschaftliche Mitarbeiterin des Instituts für sozial-ökologische Forschung in Frankfurt und leitet den Forschungsschwerpunkt Biodiversität und Bevölkerung. Marion Mehring hat an der Universität Bayreuth Geoökologie mit den Schwerpunkten Bodenkunde und Ökotoxologie studiert. Sie hat an der Universität Greifswald zum Thema Management-Effektivität von Pufferzonen in Biosphärenreservaten promoviert und ihre Schwerpunkte sind Schutz und Nutzung von Biodiversität, inter- und transdisziplinäre Forschungsprozesse und sozial-ökologische Systeme. Frau Mehring, dann bin ich gespannt auf Ihren Input, der das Thema vielleicht nochmal von der ganz anderen Seite beleuchtet. Bitte schön. Ja. Ganz herzlichen Dank, Frau Hoffmann, einerseits für die Einladung und auch für die Einführung. Ich habe Folien vorbereitet, die ich nun gerne mit Ihnen teilen möchte. Einen kleinen Moment. Nun sollte es, denke ich, auch funktionieren. Ja? Können Sie es sehen? Gut. Ja. Prima. Ganz herzlichen Dank. Ich habe meinen Input heute unter den Titel gestellt Corona und Umweltzerstörung, eine sozial-ökologische Perspektive. Und wie Sie dem Titel schon entnehmen können, oder Frau Hoffmann hat es auch ein bisschen angedeutet, ist meine Idee für heute, das Thema auch so ein bisschen aus unterschiedlichen Blickwinkeln vielleicht nochmal zu betrachten. Zu Beginn möchte ich kurz ein paar Worte nochmal erwähnen zu dem IPBES. IPBES bedeutet das Intergovernmental Panel on Biodiversity and Ecosystem Services. Herr Spangenberg hat da ja auch schon darauf hingewiesen. Für diejenigen, die es vielleicht noch nicht kennen, IPBES ist quasi das Pendant des IPCC, aber für die Biodiversitätsforschung. Und dort haben 2019 internationale Wissenschaftler einen globalen Report zum Zustand der Biodiversität verfasst
Und darin findet man an unterschiedlichen Stellen auch Hinweise zu möglichen und realen Ausbrüchen von Epidemien, Pandemien und welche Rolle Biodiversität dabei eigentlich spielt und spielen kann. Und wie Sie hier in dem ersten Zitat sehen können, ist dort auch niedergeschrieben, dass Natur Biodiversität helfen kann, um Krankheiten zu regulieren und zoonotische Krankheiten, das wurde bereits genannt oder erklärt von Herrn Spangenberg, also der Übergang von Krankheiten, Infektionen von Tieren auf den Menschen, können einen sehr signifikanten und damit auch sehr negativen Beitrag für die menschliche Gesundheit haben. Was dort auch genannt wird, die Wissenschaft ist sich da in dem Sinn an der Stelle hier einig, dass das Auftreten dieser Infektionskrankheiten in Wildtieren, aber auch in Nutztieren, Pflanzen oder bei Menschen eben nochmal verstärkt werden kann durch menschliche Aktivitäten, wie beispielsweise Landnutzungsänderungen oder aber auch Habitatfragmentierung. Die Ergebnisse aus diesem globalen Bericht wurden nun vor dem Hintergrund der Covid-19-Pandemie zu Beginn dieses Jahres an unterschiedlichen Stellen, national und international, in der Politik aufgegriffen. Wie Sie hier sehen können, es gab eine Pressemitteilung von UNEP, also United Nations Environmental Program, zu dem Zusammenhang und der Rolle von Biodiversität zu Covid-19 oder auch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit beispielsweise hat eine Pressemitteilung herausgebracht mit dem Titel Weltweiter Naturschutz kann das Risiko künftiger Seuchen verringern. In meinem folgenden Beitrag möchte ich nun einige Beispiele unter anderem auch aus eigener Forschung zeigen, warum aus unserer Sicht es aber auch wichtig ist, eine sozial-ökologische Perspektive auf dieses Thema zu werfen, also auch von der Seite der Gesellschaft und gesellschaftlichen Nutzung zu betrachten. Wir fokussieren dabei in unserer Forschung auf die sogenannten Nutzungsdynamiken. Nutzungsdynamiken bedeuten für uns also die Nutzung, gesellschaftliche Nutzung unterschiedlicher Akteure von Biodiversität. Das Ganze sehen wir in unserer Forschung als ein sozial-ökologisches System, welches Sie hier dargestellt sehen. Also wir haben auf der einen Seite die Seite der Natur, biologische Vielfalt, auf der anderen Seite die Gesellschaft, ebenfalls mit unterschiedlichen Strukturen und Prozessen. Und hier in grün dargestellt, dort wo beides zusammenkommt, das ist das, was wir als sozial-ökologisches System beschreiben. Aus unserer Sicht ist es dabei wichtig, um diese Nutzungsdynamiken auch gut verstehen, beschreiben und auch gestalten zu können, eben auch auf diese vier Dimensionen Wissen, Praktiken, Institutionen und Technologie zu fokussieren. Was bedeutet das nun? Praktiken ist beispielsweise, also wie findet die eigentliche Nutzung von Wildtieren oder der Wildtierverzehr zum Beispiel statt? Wissen bedeutet, welches Wissen ist überhaupt über diese Nutzung vorhanden? Wie wird dieses Wissen weitergegeben oder wer hat eigentlich welchen Zugang zu diesem Wissen? Institutionen ist hier zu übersetzen mit Regelungen, formelle und informelle Regelungen, wurde von Herrn Spangenberg auch schon angesprochen. Beispielsweise bestimmte Praktiken sind verboten, werden aber trotzdem illegalerweise weiterhin durchgeführt. Technologien bedeutet, mit welchen technischen Mitteln findet diese Nutzung eigentlich statt? Und hier habe ich Ihnen ein Beispiel mitgebracht, das ist aus eigenen Arbeiten, die wir beispielsweise in der Mongolei durchführen. Da ist im Frühjahr letzten Jahres ein Fall aufgetreten, und zwar durch einen Murmeltierverzehr. Murmeltier können Sie hier oben sehen, durch diesen Murmeltierverzehr gab es eine Übertragung auf den Menschen der Beulenpest. Und die betroffenen Menschen, das Ehepaar, ist daran letztendlich auch verstorben. Und dieses Beispiel zeigt sehr schön, wie zum Beispiel Praktiken und Institutionen sehr weit auseinander liegen können. Also in der Mongolei ist es kulturell bedingt schon eine sehr lange gängige Praktik, Murmeltiere zu verzehren. Offiziell ist es aber nicht erlaubt, unter anderem aus Naturschutzgründen, aber auch aus Gesundheitsgründen, da eben Murmeltiere, wenn sie auf eine bestimmte Art und Weise oder eben nicht Art und Weise zubereitet werden, potenzielle Überträgerinnen von Krankheiten wie beispielsweise der Pest sein können. Ein weiteres Beispiel habe ich Ihnen mitgebracht und da möchte ich den Fokus nun weg
von fremden Regionen stärker hier nach Deutschland oder auch nach Hessen legen und nochmal auch damit darauf hinweisen, dass auch zu dem Thema Pandemien, Epidemien und Umweltzerstörungen auch weitere Einflussfaktoren wie beispielsweise der Klimawandel doch eine sehr große Rolle spielen. Hier sehen Sie ein Beispiel sogenannter vektorübertragener Krankheiten. Das hier ist die asiatische Buschmücke. Die asiatische Buschmücke ist im Zuge des Klimawandels bis in Deutschland oder Hessen, Südwestdeutschland auch bereits angekommen. Vektorübertragene Krankheiten bedeutet hier, die Buschmücke ist eine, ähnlich wie Zecken beispielsweise, Überträgerin von Krankheiten. In dem Fall handelt es sich hier zum Beispiel um das Westnil-Virus und die japanische Enzephalitis. Eine weitere Besonderheit dieser asiatischen Buschmücke ist, dass sie nicht, zumindest hier in Deutschland oder Europa, nicht in natürlichen oder was wir als natürliche Habitate sehen vorkommt, sondern in von Menschen geprägten Landschaften, vornehmlich auf Friedhöfen beispielsweise oder auch in Garten, Kleingartenanlagen, privaten Gärten. Und zwar deswegen, weil dort sehr viele kleinste Gewässer in den Blumenschalen, in den Blumenvasen, Blumentöpfen über einen sehr langen Zeitraum stehen und das ein sehr gutes, geeignetes Habitat ist für die asiatische Buschmücke, um dort eben zu überlegen und ihre Eier auch abzulegen. Ich möchte Ihnen nur im Folgenden ein paar Beispiele geben, mit welchen Fragestellungen wir uns zum Beispiel da beschäftigt haben und somit ein bisschen bebildern auch, welche weiteren Themen rund um das Thema Epidemie und Umweltzerstörung eigentlich auch wichtig ist. Ziel unseres Projektes hier war es eben, umweltfreundliche, praktikable und kostengünstige Bekämpfungsmaßnahmen zu identifizieren. Und zwar deswegen, weil zum Beispiel ein Insektizideinsatz, den man vielleicht durchführen könnte, aber nicht dann nur für die asiatische Buschmücke relevant ist, sondern eben auch die heimischen Insekten eben negativ beeinflussen könnte. Deswegen die Frage, wie kann das Ganze umweltfreundlich stattfinden? Wir haben uns damit beschäftigt, zurück zu den vier unterschiedlichen Dimensionen, die ich anfangs beschrieben hatte, welches Wissen besteht darüber eigentlich, welche Praktiken werden bevorzugt und wie ist die institutionelle Regelung. Hier können Sie sehen, dass bezogen auf die Buschmücke oder die Tigermücke bereits sehr bekannt ist in der Region. Mehr als die Hälfte der Interviewpartner, die wir interviewt haben, kennen die Mücke. Anders sieht es aus beispielsweise bei der asiatischen Buschmücke. Hier können Sie sehen, woher haben unsere Interviewpartner eigentlich die Informationen, ihr Wissen über diese Mücke und die mögliche Krankheit. Da ist auffällig, dass es vor allem die regionale Presse, also Zeitungen oder auch Fernsehen, dann eine sehr große Rolle spielt. Weiteres Beispiel, hier war die Frage, inwieweit die subjektive Empfindung möglicher gesundheitlicher Gefahren eigentlich wahrgenommen wird. Da zeigt sich bei diesem Beispiel, dass diese bisher in der Bevölkerung noch sehr gering ist, dargestellt in diesen blauen Farben hier. Letzte Folie zu dieser Thematik hier. Hier ging es jetzt letztendlich um die Frage, die Praktiken der Bekämpfung, speziell jetzt der asiatischen Buschmücke. Und da zeigt sich, dass doch eine sehr hohe Bereitschaft bei den Interviewpartnern besteht, ihre Praktiken zu ändern, dahingehend eine Bereitschaft, beispielsweise Blumenvasen, Kleinstgefäße regelmäßig auszugießen oder eben auch die von uns vorgeschlagenen Bekämpfungsmaßnahmen dort auch durchzuführen. Zurück zu unserem Konzept der sozial-ökologischen Systeme bedeutet das, bezogen auf dieses Beispiel der asiatischen Buschmücke, die Bevölkerung ist bereit, ihre Praktiken zu ändern und anzupassen. Es besteht ein Wissen über das Vorkommen dieser Mücke. Gleichzeitig ist aber auch noch ein sehr hoher Wissensbedarf weiterhin vorhanden. Bezogen der institutionellen Regelungen, die Ergebnisse habe ich jetzt hier nicht dargestellt, wurde sehr klar deutlich gesagt, vor allem in den Experteninterviews, dass es hier wichtig wäre, vor allem auf der lokalen Ebene eigentlich, die Zuständigkeiten und Ansprechpartner sehr deutlich zu benennen und zu klären. Ich komme hier nun zum Ende meines kurzen Inputs. Welche Schlussfolgerungen ziehe ich aus diesen Überlegungen?
Da ist abschließend zu sagen, denke ich, dass es aus unserer Sicht eben sehr wichtig ist, auch diese Nutzungsdynamiken, also wie, in welcher Art und Weise findet die Nutzung, Wildtiernutzung oder andere Nutzung von Biodiversität eigentlich statt, und speziell auf die Interaktion Gesellschaft-Natur zu blicken. Es geht dabei nicht nur um Wildtiere, sondern auch um Nutztiere. Herr Spangenberg hat es bereits gesagt. Und hier sehen Sie nochmal ein Zitat aus dem globalen Impact-Report, wo auch genannt wird, dass eben die Übernutzung von Antibiotika auch ein möglicher Treiber und Faktor sein kann, beispielsweise um multiresistente Keime zu produzieren. Weitere Einflussfaktoren und deren Zusammenwirken sollte aus unserer Sicht ebenfalls betrachtet werden, wie beispielsweise Klimawandel oder auch globaler Wandel. Hier sehen Sie eine sehr schöne Infografik aus der Zeit, wo man nochmal sehen kann, eben wie der globale, hier geht es um den Handel, den globalen Handel von Altreifen beispielsweise, ein Einfallstor war oder ein Weg war und ist, wie die asiatische Buschmücke nach Europa kam, die sich dort hier nun im Zuge des Klimawandels auch sehr stark ausbreiten konnte, wie Sie hier unten sehen, im Zeitraum 2011 bis 2016 schon sehr weit verbreitet ist. Letzte Folie nun zu meinem Input, was ist nötig aus unserer Sicht? Da ist es vor allem inter- und transdisziplinäres Wissen, interdisziplinär aus den unterschiedlichen Disziplinen, transdisziplinär, auch immer gemeinsam mit den Akteuren und Stakeholdern. Da unterscheiden wir dann auch unterschiedliche Typen von Wissen, Systemwissen, Orientierungswissen, Transformationswissen. Systemwissen bedeutet, besser zu verstehen, wie diese Interaktionen eigentlich genau stattfinden, welche Faktoren spielen welche Rolle. Orientierungswissen bedeutet es nochmal ein bisschen größer gesehen, wie wollen wir eigentlich leben, welche Natur wollen wir eigentlich haben und wie können wir, welche Rolle spielen unsere Alltagspraktiken eigentlich auch oder tragen dazu bei, um mögliche Epidemien oder Pandemien zu verstärken. Transformationswissen bedeutet dann, wie können wir dieses Ziel, das wir uns gesteckt haben, erreichen. Abschließend möchte ich nochmal sagen, aus den Beispielen, die ich gezeigt habe, es ist, denke ich, aus unserer Forschung so, zeigt es sich, dass lokale Lösungsansätze eine sehr wichtige Rolle spielen, gerade wenn es eben darum geht, die Praktiken und auch das Wissen darum oder auch wie wird dieses Wissen weitergegeben zwischen Generationen, zwischen unterschiedlichen Akteuren, zeigt sich es doch sehr, dass diese lokalen Lösungsansätze da auch sehr wichtig sind. Und es ist aus unserer Sicht auch wichtig, gesellschaftliche Risiken für Gruppen, vielleicht auch für bereits marginalisierte Gruppen, jeweils mit zu beachten, wenn es beispielsweise darum geht, den Wildtierhandel, der in den letzten Jahren auch sehr, sehr stark zugenommen hat, ist gleichzeitig aber der Verzehr von Wildtierfleisch in bestimmten Weltregionen für bestimmte gesellschaftliche Gruppen, aber eben auch einfach ein sehr wichtiger Einkommensfaktor und damit Überlebensfaktor auch darstellt. Damit bin ich am Ende meines Inputs. Dankeschön. Vielen Dank. Wir machen gleich weiter, sofern Ihre Folien weg sind. Ja, wunderbar. Okay. Dann können wir gleich nochmal in die Runde gehen, in die Diskussion. Ich fand, da waren sehr spannende Ansätze drin. Also ich persönlich finde ja diese Frage des Kontaktes besonders interessant. Also die Frage Übergangswahrscheinlichkeiten, will ich es jetzt mal nennen. Also wir haben ja alle gelernt, dass wir auch in unserem menschlichen Miteinander immer auf diese Kontaktwahrscheinlichkeiten jetzt achten. Wir tragen Masken, wir meiden enge Räume und Massenansammlungen von Menschen. Und das ist ja so der eine Punkt. Aber Kontaktwahrscheinlichkeiten bestehen ja auch hinsichtlich der potenziellen Virusträger, will ich es jetzt mal nennen. Also wenn das vorausgesetzt ist, dass das hauptsächlich Zoonosen sind, dass das Viren sind, die in riesiger Zahl ja auch noch vorhanden sind. Also man redet, habe ich Zahlen gefunden, von 700.000 potenziell pathogenen Virusarten, die sich dann auch ständig noch genetisch verändern. Also wäre ja überraschend, wenn wir da nicht irgendwie in Kontakt kommen würden. Jetzt geht ja einerseits der Kontakt über, sage ich mal, Eintreten in andere Lebensräume, ich will jetzt mal sagen, in Natur, in Wildnis, in vor allen Dingen ganz fremde Wildnis. Also wir sind ja an unsere eigenen Umstände sozusagen gut angepasst, aber
weltweit gesehen bewegen wir uns ja auch und da kommen wir natürlich auch in Kontakt mit denen, auf die wir nicht so gut eingestellt sind. Dann die Frage über unsere Ernährung, wie kommen wir damit in Kontakt? Und natürlich auch über so Fragen wie weltweiten Handel, Wildtierexporte, Importe. Und die Frage auch von Nutztierhaltung, weil wir halten ja auch Tiere in Massen, würde ich mal sagen, in Ställen, 70.000 Hähnchen oder Puten in einem Stall. Das ist ja auch quasi so dieses Übertragungsrisiko. Also da würde mich interessieren, wenn wir da nochmal kurz einsteigen können, bevor wir nachher die Runde auch nochmal öffnen. Ich habe eine Frage an Herrn Spangenberg. Mir stellt sich die Frage, brauchen wir einfach mehr Wildnis, Wildnisgebiete mit echt ungestörter Natur? Und da will ich jetzt nicht nur auf Regenwaldabholzung in Brasilien hinaus, sondern brauchen wir auch Wildnis bei uns und Gebiete mit hoher Biodiversität. Und an Frau Mehring nochmal vielleicht auch die Frage, Sie haben auch diese kulturellen Dinge ein bisschen stärker abgezielt. Brauchen wir eben auch Regelungen bezüglich Kontakt zu Wildtieren und Nutztieren? Also ich habe zum Beispiel mal eine Zahl gefunden, laut Eurostat wurden im Zeitraum von 4 Jahren, also 2014 bis 2018, insgesamt mehr als 1,3 Millionen lebende Reptilien, die auch, wo es Virusreservoir oder auch Salmonellenerkrankungen auslösen können, die wurden legal nach Deutschland importiert. Und das sind Haustiere sozusagen, die leben in unseren Haushalten, in meinem nicht, aber sind wir da nicht so unbekümmert im Zusammenleben auch mit Haustieren, die aus aller Welt kommen und ob so ein Streifenhörnchen, was da irgendwo gefangen wurde, dann wirklich so niedlich ist, dass es im Kinderzimmer landen muss, fragt sich auch. Und natürlich auch die Frage, wie gehen wir mit unseren Nutztierhaltungen um? Können wir das eigentlich so weiter betreiben in der Größenordnung? Vielleicht zunächst Herr Spangenberg und dann Frau Mehring. Und danach würden wir, also bitte um kurze Antwort, dann auch die Runde eröffnen für die Zuschauerinnen. 3 Punkte. Das erste Frage war, brauchen wir mehr Wildnis? Ich glaube, wir brauchen mehr Respekt vor der Wildnis, da wo es sie noch gibt. Und in dieser Wildnis leben häufig Menschen, die seit Hunderten von Generationen an diese Lebensräume angepasst sind und sie auch in einer Weise nutzen und bewirtschaften, die sowohl der Wildnis wie ihren eigenen kulturellen Gegebenheiten entspricht. Was wir machen, ist, dass wir mit unserer Kultur da reingehen und dann Lebensräume transformieren. Und das führt dann zu diesen Konfrontationen, die gefährlich sind. Brauchen wir mehr Wildnis bei uns? Ich würde sagen, aus Gründen des Biodiversitätsschutzes, ja, mit Pandemien hat das wenig zu tun. Zu den Haustieren nur ein Beispiel aus den USA. Es gibt inzwischen in den USA mehr Tiger, die als Haustiere gehalten werden, als es weltweit in freier Wildbahn gibt. Das ist, glaube ich, so ziemlich der Gipfel der Perversität, den ich in diesem Bereich gefunden habe. Und einen letzten Punkt wollte ich sagen, nicht jede Zoonose wird eine Pandemie. Die Tatsache, dass diese Krankheit sich so schnell weltweit ausbreiten konnte, hat sehr viel mit der Globalisierung von Handelsströmen, Tourismus und Geschäftsreisen zu tun. Denn diese Viren sind nicht wie frühere über 3-4 Jahre rund um die Welt gewandert, sondern die sind innerhalb von Wochen mit Flugzeugen überall angekommen. Und wenn ich heute sehe, dass die Fluglinien sagen, dass sie, um ihr Geschäftsmodell zu retten, Abstandsregeln im Flugzeug nicht einhalten können, dann ist das ein Beispiel dafür, dass wirtschaftliche Interessen über Menschenleben gestellt werden. Und als Ökonom habe ich eigentlich gedacht, in der Marktwirtschaft wäre es so, der Staat setzt Rahmenbedingungen, die für die menschliche Gesundheit notwendig sind, und die Industrie hat sich anzupassen. Aber es ist offenbar so, dass diese Industrie sich durchgesetzt hat, dass man im Flughafen noch Maske und Schutz tragen muss und dann im Flieger zusammengepfercht wird, wo dann Übertragungen unvermeidbar sind. Und wie unverantwortlich da mit Gesundheit umgegangen wird, um Gewinne zu sichern, finde ich
persönlich total schockierend. Frau Mehring. Ja, herzlichen Dank. Bitte auch für eine kurze Antwort und dann gehen wir in die Runde. Ja, herzlichen Dank für Ihre Frage. Die Frage war ja, braucht es neue Regelungen, um den Kontakt von Wildtieren und Menschen zu regeln? Und Sie haben sehr viele unterschiedliche Beispiele ja aufgemacht. Ich denke, dass man eben auch genau verstehen muss und damit auch sehr genau unterscheiden muss, welcher Kontakt von welchen Wildtieren und Menschen sich das eben dabei handelt. Wenn Sie jetzt das Beispiel, wie Sie es angebracht haben, Wildtiere aus anderen Regionen, die nach Deutschland importiert werden und hierfür als Haustier beispielsweise gehalten werden. Ich glaube, da gibt es neben möglichen Krankheitsüberträgern noch sehr viele weitere andere gute Gründe, warum das eigentlich viel stärker reglementiert werden sollte, auch aus Biodiversitätsschutz beispielsweise Neophyten oder Neobiota, also Tiere, die sowohl Tiere als auch Pflanzen, der heimische Garten oder auch heimische Tiere, Tiere zu Hause, sind immer noch eines der größten Einfallstore, meistens ausgehend von den Städten, um eben neuartige, häufig auch invasive Pflanzen und Tiere in Europa oder in allen Weltregionen eigentlich einzuschleppen. Und an unterschiedlichen Stellen kann das eben dann auch sehr unterschiedliche biologische, aber auch ökonomische Auswirkungen haben. Das Beispiel, das ich gebracht habe von der asiatischen Buschmücke, da geht es ja auch um das Thema Kontakt und wie kann man den die Kontakt zwischen den, in dem Fall der Insekten und der und den Menschen als möglichen Wirt dann eigentlich eingrenzen. Und da ist man längst so weit, die Mücke wird hier nie wieder weggehen. Ja, sie ist hier, sie hat sich hier eingenistet, die wird nie wieder weggehen. Da geht es eigentlich, das Management geht eigentlich darum zu schauen, möglichst in dem Fall die Tierpopulationen möglichst klein zu halten, für den Fall, dass das Virus, in dem Fall vielleicht Westnil-Virus zum Beispiel, hier in Europa auftritt, dass es sich eben nicht möglichst schnell ausbreiten kann. Und ich denke, so gibt es, wenn man genau auf diese Interaktionen zwischen Tieren, Wildtieren und Menschen blickt, dann doch eben auch sehr viele Unterschiede und damit aber auch unterschiedliche Ansatzpunkte für mögliche Lösungen. Vielleicht könnten wir noch einen Satz sagen zu dem Zeitfaktor. Wenn man bedenkt, dass Städte überall in Deutschland Wärmeinseln sind, und wir in den Städten zahlreiche Parks haben, dann leben da zum Teil Arten, die im Land, in der Fläche, sich überhaupt noch nicht verbreiten können. Es kann aber durchaus im Laufe des Klimawandels dazu kommen, dass die aus ihren bisher eng umgrenzten Territorien ausbrechen können und dann flächendeckend ganz andere Wirkungen entfalten. Das ist auch so ein Faktor, der dann, die können da 100 Jahre lang harmlos gewesen sein, aber sie können dann massive Schädigungen außerhalb verursachen. Das sind so Faktoren, die man über lange Zeit bedenken muss und die bisher auch bei der Planung von Grünbepflanzung und Ähnlichem meines Wissens keine signifikante Rolle spielen. Ein neuer Aspekt, aber ich würde jetzt mal an Ivan weitergeben, um einfach die Gäste auch mit einzubeziehen. Ja, vielen Dank. Wir haben von Frau Hehn drei Fragen. Die erste Frage war während des Inputs von Herrn Spangenberg: Sind Zoonosen dann am Ende der Preis, den wir für unseren Fleischkonsum zahlen müssen? Wie sehr müssten wir unsere Ernährungsgewohnheiten ändern, um in Zukunft Pandemien zu verhindern? Das wäre eine Frage. Wollen wir direkt darauf antworten oder erstmal gesammelt die weiteren noch? Die anderen zu, ich würde sagen, wir sammeln erstmal, ja? Dann kann man das. Dann ging die zweite während des Inputs von Frau Mehring ein. Die zweite Frage: Ist die Biodiversität eine Common Pool-Ressource? Wenn ja, wie können wir rationale Akteure dazu bringen, sie zu erhalten, auch wenn der einzelne Beitrag weder hinreichend noch notwendig dafür ist? Also das war die zweite. Und die dritte jetzt während der letzten des Austausches jetzt. Wie ist Ihre Meinung zum Tourismus? Schadet er unter dem Strich der Umwelt, zum Beispiel durch vermehrtes Reiseaufkommen, Emissionen, Zerstörung von Lebensräumen?
oder trägt dazu Bewusstseinsbildung der Reisenden und lässt letztlich zum Schutz der Umwelt bei? Was wäre die Konsequenz, die Sie ziehen würden? Dürfen wir nicht mehr reisen? So. Gut, dann würden wir wieder anfangen, Herr Spanberg. Zoonosen und Fleischkonsum. Zum einen gibt es, wie Frau Mehring schon gesagt hat, traditionelle Formen der Fleischnutzung. Bushmeat nennt sich das dann. In Afrika, in Asien, in weiten anderen Gegenden und auch in Deutschland sind Jäger noch immer aktiv und wohl auch unverzichtbar, weil es darum geht, dass sie die Ersatzvornahme der Regulation durchführen, die durch das Nichtvorhandensein größerer Raubtiere notwendig geworden ist. Insofern ist der Zusammenhang eher indirekt. Die Tatsache, dass wir Fleisch verzehren, heißt ja nicht unbedingt, dass wir es biologisch unverantwortlich herstellen müssen. Die Tatsache, dass wir so viel Fleisch verzehren, wie wir heute verzehren, ist eine, die man ökologisch nicht verantworten kann. Das heißt, wenn wir die Tierhaltung auf Weidetiere umstellen würden, wenn wir die Importe von Soja und anderen Futtermitteln einstellen würden, dann könnten wir immer noch bestimmte, deutlich geringere, vielleicht 80% geringere Fleischmengen verzehren, was auch dann gar nicht verkehrt wäre, weil Weidetiere wichtig für die biologische Vielfalt der Böden sind. Also insofern ist der Zusammenhang nicht 1:1, aber unser Überkonsum ist sicherlich ein wichtiger Faktor. Zur zweiten Frage sage ich nichts zum Tourismus. Ganz viele Länder, in denen ich gearbeitet habe, haben gehofft, dass sie über Ökotourismus Einnahmequellen generieren können. Das war in Philippinen, in Vietnam, in China, aber auch in Südamerika oder in Afrika der Fall. Das Problem ist, dass dieser Langstreckentourismus etwas ist, was mit massiven ökologischen Auswirkungen verbunden ist. Und ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, dass man darauf ein Entwicklungsmodell aufbaut. Ganz anders ist es, wenn zum Beispiel in Vietnam der Binnentourismus gefördert wurde, wo dann Leute mit dem eigenen kulturellen Erbe besser bekannt gemacht werden, das inzwischen restauriert worden ist. Das ist eine ganz andere Art von Tourismus und die halte ich für wesentlich vielversprechender. Letzter Punkt, wenn man vom Tourismus als eine der großen oder wenn, wie einige Leute sagen, sogar die größte internationale Branche, wenn man davon keine große Verbesserung erwartet, auch kein steigendes kulturelles Verständnis, denn der Massentourismus führt nicht zum kulturellen Verständnis, sondern eher zur Verstärkung von Vorurteilen. Auch dazu gibt es empirische Arbeiten. Soll das jetzt Reiseverbot bedeuten? Ich habe noch nie geschafft, jüngere Leute davon zu überzeugen, dass ich genügend Länder gesehen habe und ihnen sagen kann, es lohnt sich nicht hinzufahren, bleibt hier, ein paar schöne Bilder tun es auch. Das funktioniert nicht. Auf der anderen Seite ist die Frage, wie reist man? Und ich glaube, dass der Massentourismus und der Tourismus, der sowohl kulturell wie ökologisch relativ rücksichtslos vorgeht, der eben nicht Einkommen schafft, der mit seinen Kreuzfahrtschiffen internationale Zulieferketten hat, von denen die lokale Wirtschaft überhaupt nichts hat, die aber massiv belastet wird jedes Mal, wenn so ein Schiff anliegt, dass solche Modelle schlicht nicht mehr tragbar sind und dass wir, wenn wir reisen wollen, wir wirklich reisen sollen, um zu lernen und zu erleben und nicht um da auf Kosten anderer uns ein paar schöne Tage zu machen. Insofern, ich bin viel dafür, dass man andere Kulturen kennenlernt, aber die gegenwärtige Form des Reisens halte ich für eine, die sozial und ökologisch bedenklich ist. Vielleicht weiß Frau Mehring da noch was Näheres. Frau Mehring, bitte. Ja, danke schön. Vielleicht auch kurzer Kommentar zu der ersten Frage. Also ich denke auch, wie Herr Spangenberg, der Zusammenhang hier, der von Ipbes ja auch aufgebracht wurde oder dort niedergeschrieben ist und Herr Spangenberg hat es auch gesagt, da geht es darum, Landnutzung oder Landnutzungsänderungen und dann vor allem eben in
natürliche Habitate hinein, wo eben dann eben ein direkter Kontakt zwischen Mensch und Natur stattfinden kann. Das hat dann per se in erster Linie noch nicht unbedingt etwas mit Fleisch und Fleischkonsum zu tun. Häufig ist es natürlich so, kennen wir das aus Ländern, dass Wald gerodet wird, um für die Rinder zum Beispiel. Also ich denke auch, das ist Ländern ein vermittelter Faktor. Zu der zweiten Frage, wie kann man rationale Akteure dann eigentlich überzeugen oder ansprechen, um Biodiversität zu schützen? Da würde ich sagen, da gehen wir in unseren Arbeiten sehr stark von den sogenannten, also Werteeinstellungen und den sogenannten relationalen Werten aus. Das ist ein eher neueres Konzept, das jetzt auch in der Biodiversitätsforschung international sehr stark verwendet wird. Der Hintergrund ist dafür, eine Beziehung, eine persönliche Beziehung herzustellen. Und diese Beziehung, die ist wirklich die alle Sinne anspricht. Das Gehör, das Fühlen, das Sehen und das Riechen. Dafür ist es wichtig, Biodiversität zu begreifen und begreifen in dem Sinn, dass man wirklich in den direkten Austausch und Kontakt kommt. Es ist wichtig, dass man in die Erde fassen kann, dass man in den Wald gehen kann und damit einen direkten Kontakt auch aufbauen kann. Und es ist nochmal was ein zweiter Punkt, der dabei auch wichtig ist, bei diesen sogenannten relationalen, also Beziehungen herzustellen, bedeutet auch, dass man das häufig ja nicht alleine tut, sondern in Gesellschaft. Ich mache das vielleicht innerhalb meiner Familie, mit Freunden gemeinsam oder mit den Eltern, Großeltern, wandern gehen. Und deswegen zum Beispiel ist eine bestimmte Region, ein bestimmter Wald oder ein bestimmter Landstrich für mich besonders wertvoll und schützenswert. Und ich denke, da ist es eben genau wichtig, genau an diese Stellen auch nochmal stärker ranzugehen, die erstens besser zu verstehen und dann aber auch, wenn es darum geht, Empfehlungen auch für Naturschutz, Biodiversitätsschutz auszusprechen, das noch viel stärker mit in den Blick zu nehmen, was meiner Meinung nach in den letzten Jahren nicht so stark im Fokus stand, sondern da wurde viel stärker auf ökonomischen Nutzen beispielsweise des Waldes für bestimmte Bereiche fokussiert. Zu dem dritten Punkt, zu der Frage des Tourismus, vielleicht auch ein kurzer Kommentar meinerseits. Da stimme ich auch dem zu, was Herr Spangenberg gesagt hat und wollte da auch nochmal sagen, dass aus unserer Forschung wir auch zeigen konnten, dass es wichtig ist, nicht die reine Anzahl der Menschen die dann gleichzeitig einen negativen Einfluss auf Biodiversität hat. Also nicht alleine die Anzahl der Menschen, das Bevölkerungswachstum ist gleich negativ für Biodiversität, sondern wichtig ist die Art und Weise, wie diese Nutzung stattfindet. Und das trifft zu für Tourismus, für Landnutzung, Landbewirtschaftung, Weidemanagement und so weiter. Deswegen muss man da genau hinschauen und ich denke auch für den Tourismus ist dann die Frage, wie er eigentlich stattfindet und nicht die reine mengenmäßige Anzahl. Mehr reisen, weniger fliegen. Danke. Lassen noch mal Fragen zu. Genau. Es ist jetzt in der Zwischenzeit noch eine Frage aufgelaufen. Frau Mehring, Sie haben von einer hohen Bereitschaft gesprochen, Praktiken zu verändern. Wo, auf welche Bereiche bezogen, wurde diese hohe Bereitschaft festgestellt? Ja, danke für die Frage. Das war jetzt aus unserer Arbeit, aus unserem Forschungsprojekt, das wir zur Bekämpfung der asiatischen Buschmücke durchgeführt haben. Da haben wir eben eine Befragung gemacht in Deutschland, in betroffenen Bundesländern, in Südwestdeutschland vornehmlich, wo die Frage eben war an die Interviewpartner, inwieweit sie bereit wären, unterschiedliche Maßnahmen, die von uns und den Kolleginnen identifiziert wurden, diese umzusetzen. Das war einerseits beispielsweise der Einsatz von Nelkenöl. Nelkenöl hat eine insektizide Wirkung beispielsweise oder aber auch der Einsatz von Kupfersendmünzen. Das ist eine relativ praktikable Lösung, Kupfersendmünzen, die man in die Blumenvasen, in den Blumenuntersetzer beispielsweise geben kann. Das
ebenfalls eine mögliche insektizide Wirkung hat, oder aber beispielsweise das Ausschütten von regelmäßigen Entleeren von Wassergefäßen, Blumenvasen, Blumenuntersetzer in etwa 2 bis 3 tägigen Abstand. Und da war es für uns doch überraschend, dass bei den Befragten die ganze Thematik um die asiatische Buschmücke noch nicht so stark bekannt ist, aber nachdem wir informiert haben, welche möglichen Risiken, auch bezogen eben auf mögliche Krankheiten, damit verbunden sind, sich doch auch gezeigt hat, dass da eine sehr große Bereitschaft in den unterschiedlichsten Bereichen der Bevölkerung war, auch diese Maßnahmen umzusetzen. Und Motivation dahinter war beispielsweise auch die eigene Gesundheit oder auch die Gesundheit anderer in den betroffenen Regionen doch auch mit zu schützen. Da würde ich ganz gerne mal anknüpfen. Das sind ja jetzt, sage ich mal, Beispiele, die sehr praktisch sind und die ja keine hohen Anforderungen stellen an die Personen. Also da so ein Kupfercent reinzulegen, das ist ja nun jetzt auch nicht das ganz Schwierige sozusagen, ja. Aber ich glaube, im Moment durch diese Corona-Pandemie haben wir bei vielen Menschen das Gefühl, es muss sich was ändern. Das kann nicht so bleiben, wie das ist, ja. Also gerade mit Hinblick auf die Zukunft. Und ich sehe schon auch eine Bereitschaft, da was zu ändern. Und ich glaube, wir müssen ganz viel Wert darauf legen, zu sagen, es geht jetzt nicht nur um Corona oder um eine Erkrankung, die jetzt nun mal im Mittelpunkt steht, sondern es geht darum, dass wir die Dinge im Zusammenhang sehen, dass wir viel stärker darauf achten, das hat unsere eigene Gesundheit zu tun mit Natur und Umwelt, mit einer intakten Natur, was hat unsere eigene Lebensqualität damit zu tun, wie Natur und Umwelt insgesamt weltweit gestaltet sind. Und wir können auch nicht nur immer auf die anderen zeigen, die weit weg von uns sind, die das machen sollen, sondern dass wir das eben hier auch machen müssen. Und ich will auch nochmal diesen Aspekt in den planetaren Grenzen hier reinbringen, weil das für mich ziemlich anschaulich macht, wo sind denn überhaupt Grenzen oder wo müssen wir wirklich alle auch unsere Grenzen erkennen und wo müssen wir was tun. Und ich glaube, das Bewusstsein ist im Moment da, man weiß nicht, wie lange das hält, aber ich glaube, nur durch, sage ich mal, Informationen und Verhaltensänderungen wird es auch nicht machen lassen. Also wir brauchen da auch gesetzliche Regelungen, meinetwegen beim Wildtierhandel, meinetwegen auch beim Umgang mit Nutztieren, Tierwohl nach vorne zu stellen und ähnliche Aspekte. Und da braucht es eben jetzt auch konkrete Sachen. Ich sage jetzt mal aus Sicht der Grünen Bundestagsfraktion, wir haben verschiedene Anträge dazu auch vorbereitet. Natürlich muss das diskutiert werden und da braucht es Mehrheiten in der Umsetzung auch, aber alle Umfragen zeigen auch, dass die Menschen da ein Bewusstsein entwickeln, da was tun zu wollen, und da wäre ich sehr froh, wenn wir da wirklich weiterkommen würden und ja, diesen Gesamtkomplex auch voranbringen. Gut, jetzt nochmal die Frage an Ivan. Gibt es noch weitere Fragen, Wünsche, Anregungen aus dem Publikum? Unser Publikum ist soweit zufrieden und es gab jetzt keine weiteren Fragen. Ich könnte aber vielleicht an dieser Stelle nur ganz kurz erwähnen, Herr Spangenberger hat im Chat auch 2 Links verlinkt. Da kann man noch weiterführende Literatur auch aufrufen zu diesem Thema. Vielleicht auch noch einen Hinweis, wenn man, Frau Hoffmann, Sie haben gerade angesprochen, man braucht Mehrheitsentscheidungen. Man braucht aber neben den Mehrheitsentscheidungen auch Institutionen, die willens sind, Mehrheitsentscheidungen umzusetzen. Ja. Und nach allem, was ich höre, was Kontakte zum Beispiel zwischen Umweltministerium und Landwirtschaftsministerium angeht, werden aus ökologischer Sicht gemachte Vorschläge vom Landwirtschaftsministerium nahezu aggressiv zurückgewiesen. Das heißt, das geht da nicht nur um eine Mehrheitsentscheidung an der Spitze der entsprechenden Institutionen, sondern auch um die politische Kultur in diesen Institutionen. Und wenn sich die entsprechenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter näher an Pestizid-, Düngemittel- und Maschinenbaukonzernen fühlen als an den Leuten, die auf eine gesunde Ernährung drängen, dann wird man, glaube ich, sehr viel tiefer als nur an der Spitze
ansetzen müssen, wenn man da wirklich eine Umstrukturierung dessen, was vor Ort passiert, haben will. So richtig wie es ist, dass man politische Mehrheiten braucht, aber man darf dann die Ebene drunter nicht übersehen. Ich glaube, das ist nochmal ein ganz wichtiger Hinweis, weil es ist ja schon so, dass wir keinen Mangel an Erkenntnissen haben, sondern eher einen Mangel an Umsetzung und an Maßnahmen. Das ist gerade der Umweltbereich da ein ganz eklatanter, da ist gerade im Umweltbereich ein ganz eklatantes Missverhältnis. Und ich glaube, da ist noch viel zu tun. Und da braucht man natürlich aus Sicht der Politik die Wissenschaft, die Fakten liefert und die Diskussion in Gang hält, wie Sie das heute gemacht haben. Da bedanke ich mich ganz, ganz herzlich, dass Sie dabei waren und das machen. Und ja, und natürlich auch alle auf verschiedensten Ebenen, die dann diese Dinge auch umsetzen und sich dafür einsetzen und engagieren. Und ich glaube, da waren wir heute auch eine ganz gute Runde, um das weiterzutragen. Und ich bedanke mich an der Stelle dann jetzt bei allen, die mitgemacht haben, die vorbereitet haben, die die Technik gemacht haben und natürlich ganz besonders bei unseren Gästen, dass sie mitgemacht haben, die Diskussion ein bisschen befeuert haben durch ihre Fragen und hoffe, dass sie alle ein paar Anregungen, neue Gedanken mitgenommen haben. Und dann würde ich Ihnen einen schönen Abend wünschen und mich ganz herzlich bei Ihnen verabschieden. Dankeschön, auch von meiner Seite.